Schönen guten Tag, mein Name ist Andreas Teske, ich spiele bei den Extreme Guns und ich begrüße euch heute bei Spreeklick TV. Ich stelle euch heute meine Traumelf vor. Okay, fangen wir einfach am Tor an. Habe ich mich für den Titan entschieden, weil es gibt für mich einfach keinen besseren. Ja, muss ich alle anderen täuschen da draußen, tut mir leid. Okay, so, machen wir weiter. Links außen. Linke Abwehrseite ist immer so ein Problem. Ist mir auch keiner eingefallen, bin ich ehrlich. Aber der David Alaba liefert seit Jahren gute Leistung ab und von daher hat er es verdient, in meiner Traumelf zu stehen. So, der Herr Puyol. Damit er auf seine alten Tage nochmal ehrenwürdig, oder wie sagt man, mit Ehre gewürdigt wird, kommt dieser Herr auch in meiner Traumelf vor. Der hört ja im Sommer auf, wie viele wissen, beim FC Barcelona. Und von daher habe ich mich für ihn entschieden. Auf der rechten Abwehrseite habe ich den Herrn Sebastian Fenske nominiert. Der gute Herr, hoffentlich sieht er das jetzt. Mit dem habe ich auch schöne Jahre verbracht bei meinem alten Verein. Guter Mann gewesen damals. Okay, kommen wir zum Mittelfeld. Auf der Sechserposition habe ich mich für mich selber entschieden, ganz uneigennützig, wie ich bin. Ja, mit dem Robert Schärf zusammen, meinem Mannschaftskameraden, unserem Capitano. Gutes Duo, sage ich mal. Auf der linken Außenbahn habe ich mich auch für einen Mannschaftskameraden entschieden, den Herrn Ken Schleusener. Mein Homeboy. Schöne Grüße. Freust du dich bestimmt? auf der rechten Seite habe ich mich für den Herrn Dorzok entschieden. Auch ein guter Kumpel aus früheren Jugendtagen, mit dem ich früher immer knödeln war, wie man so schön sagt. Auf unserer Heimstätte, dem Bunten. Ich hoffe, er freut sich auch. Gut. Ja, Zehnerposition ist immer so eine Sache. Da hätte ich jetzt wahrscheinlich jeden nehmen können. Jeder, der gerne das spielen möchte. Aber es gibt nämlich nur eine Zehn in Hellersdorf-Marzahn. Das ist der Matthias Heller von Eintracht Mahlsdorf. An dieser Stelle auch mal ein paar Props an ihn. Der über Jahre schon gute Leistungen bringt bei Eintracht Mahlsdorf. Und von daher hat er es verdient, einfach bei uns in, in meiner Top 11 zu stehen. So, Sturmduo bilden bei mir der Herr Rano und der Herr Bölter, auch beides Mannschaftskameraden von mir. Ja, der eine ist fürs Grobe zuständig und der andere halt für die, für die grazilen Sachen. Der macht das Schöne, der macht die schönen Tore. Ja, bilden für mich ein gutes Duo, die ergänzen sich gut auf jeden Fall. Ja. Das ist meine Traumelf. Ich konnte leider nicht jeden jetzt da reinstellen. Ich hoffe, ihr seid keiner enttäuscht von den Fans da draußen. Liebe Freunde, liebe Fans, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit Spreeklick TV. Vielleicht sieht man dich ja mal bei einem Spiel oder bei einem Turnier. Bis dahin, euer Mühle. Ciao.